It's time for World Underground Wrestling. Oder fast alle, das weiß ich nicht. Also ich habe alle mit. Ja. Echt alle? Ja, aber meine Klee zum meisten. Das wollten wir hören. So herzig. Boah, das ist der Luftschutzbombenangriff-Dings da, ich weiß es nicht. Kauft sich eine Stimme. Ja, aber jetzt, wenn wir den Gegner hernehmen, dann wird das jetzt nicht so, so sympathisch. So wie die ÖVP, also das ist wurscht. Wurscht! Du hast heute einen Gegner. Nachdem du ja stark genug bist, bitten wir einfach deinen Gegner auf die Kampffläche. Zurück nach Italien! What? 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 Hast du auch Fremdsprache gelernt in deiner Abstinenz? Corona Zanoni oder was? Das war das Publikum, ich habe nur wiederholt. Covid-19! Danke! 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 Das klingt sympathischer, Leute! Das ist nur für meine Kinder! Setz dich hin! Mei, ist das lieb! Einen herzlichen Applaus für das Liebespaar! Vinzi, jetzt musst du aber schon ein Bussel geben! Hey, hallo, hallo, hallo! Da kann ich überhaupt zu freigeben! Referee, Kampf freigeben! Referee! Es ist noch kein Kampf freigeben! Genau! Kampf frei! Okay, Kampf frei! Jobs mag er nicht. Dropkick, schöner Dropkick. Und gleich noch einer. Und genau auf die Lunge, was beim Italiener ganz blöd ist. Ja, das spielt er. Also, man kann sagen, die Rose geht genauso wie Covid auf die Lunge, nicht, oder wie? Genau. Oh, Ansatz zum... Oh! Oh, ja, die Stirn! Mir da da zwei am Kopf. Gott sei Dank habe ich nichts drin, also da passiert nichts. Also, irgendwie müssen wir in Zanoni schon helfen. Also, ich ersuche die Zanoni-Fans, Stimmung zu machen. Es gibt keine! Oh, er hat keine Fans! Ah, geht! Zanoni! 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 Also es gibt Zanoni-Fans! Ah, da ist ein ziemlicher Ding bei der Rose, ein Riss! Was für ein Riss? Der lässt einiges offenbaren! Ja, der Zanoni liegt nur mehr unten und röchelt. Ja, er weiß nicht, wie er sich dagegen wehren soll. Hat eigentlich jemand außer mir eine Erste-Hilfe-Ausbildung, oder? Ansatz zum Suplex? Nein, der hält er dagegen. Er blockt, ja. Nein, er ist auch etwas schwerer. Ah. Oh,
Der Suplex hat die Rose aufs Kopfschal gesetzt. Und ich glaube, der zeigt da seine Wirkung. Ja, das kann an die Luft rauben. Ich muss leider verkünden, dass ihr leise sein sollt beim Turnier. Moment! Entschuldigung! Der Zanoni hat nicht gesagt, ihr sollt leise sein, sondern er hat gesagt, ihr sollt die Fresse halten. Ja? Also umso mehr die Rose anfeuern! Sie, Rose! Rose! Ich hab so das Gefühl, ihr seid alle ausländerfeindlich, nur weil der aus Italien kommt. Das geht auch zur EU! Harte Schläge! Was hat er gesagt? Das Publikum soll leiser sein, er kann sich nicht konzentrieren. Ja, das schau lieber auf den Kampf, was erzählst du es mir? Ja, Rose ist wieder da! Rose, bleib bei mir dran! Ist es der Virus oder das Virus? Egal. Widerling! 4 Minuten Kampfzeit. Rose, da hat einer Widerling zu dir gesagt. Das tue ich ja gar nicht. Aber das spürt. Und Body Slam! Geht auch ziemlich aufs Gerät. Irgendwie habe ich so das Gefühl, der Rosi hat abgekocht in der Landtour. Das war ein Würgegriff! Aber er hat eh Handschuhe, also es kann nichts passieren. Für die Leute, die es noch nicht wissen, außerhalb hat der Kämpfer oder die Kämpferin 20 Sekunden Zeit, um wieder auf die Kampffläche zu kommen. Das war Filter mit Eis, na gut. Ein sogenannter Johnny Joker. Mega Move oder was? Ich wiederhole. Schau da hin! Bitte! Schau da hin! Das kann ich nicht gerade sagen. Achso, ja, ich soll den Kameramann sagen, in Ritchie stört die Kamera. Wen interessiert's? Elektro! Auf den Nacken! Das war schon mal ein Popotrop. Noch ein Wurst! Elektro! Der war schlechter als der andere! What? Ja, ich glaube, er versteht den Fetch! Stört euch das Licht, dann lass es auf, grad! Passt, danke, weil das ist eine Arbeit! Aufstehen, niedersetzen, aufstehen, die Kniebeugen! Ja, Ansatz! Du hast einen Post-Grab? Ansatz von einem Rückenleuchter von einer Kamera. Scorpion Tesla! Aufgabe! Rosi gibt nicht auf! Da geht's an Oli, fast hast du das geschafft! Schirin, das ist illegal, die hat einen Ofen, die hat ihren Schuh verwendet! 7 Minuten Kampfzeit. Die hat ja einen brutalen Stahlkappenballettschuh verwendet.
das genau gesehen. Also. Ja, aber jetzt kriegt der Zanoni das, was er verdient. Die Rosi? Schöne Uppercut. Hey Lionel, ich hab euch gesagt, ihr sollt die Einrichtung ganz lassen. Du bist scheiße! Au! Das gibt eine flache Brust. Meine Oma schlägt her dazu! Das glaub ich nicht! Was wird das? Wird das eine Powerbomb? Ansatz zum Pantriver! Jetzt muss vorbei sein! Der Schiri ist besser als du! Und der Referee zählt an! 2! Oh, kommt Rosi! 3! Rosi! 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 Da wird an den Haaren gezogen! Warum? Über die Härte! Aber Entschuldigung, so also ist es. Oh ja, wurscht! Referee-Entscheidungen sind endgültig! Sieger, die Siegerin dieses Kampfes! Rosi! Ja, Referee, mach was! Das ist deine Freundin! Ja, Laura, die muss ich. Der Krieg ist, der Kampf ist verloren, aber der Krieg ist verloren. Sie hat gewonnen, du bist disqualifiziert worden. Da war's, Musik aus! 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 Das kann die Karriere beenden. Das kann ein Loch in den Boden machen, sagt es deppert. Brauchen wir einen Sanitäter für die Rosi? Das nächste Blumenstrauß. Jetzt den Kettenumguss vorweg! Wie sicher! Jetzt rechts, Mann! Mein Bier! Mein Gabo! Mein Tisch! Mein Gong! Jetzt! Aus jetzt! Und Vince ist heiß! Aus jetzt! Unschöne Szenen in der zweiten Halbzeit! Ah, erste Halbzeit sogar! Aus jetzt! Aus! Ich glaube, das ist der Merck wieder gegen mich, gell? Ja, das wollen wir alle! Ja, Spaghetti-Presser! Ich glaube, du bist der Merck. Hallo, nicht beleidigend sein! Du bist wieder Merck gegen mich haben, gell? Ich glaube, die Rose braucht ihre Fans!
kannst du nicht verführen, weil es gibt Grenzen. So. Ist mit der Rose alles in Ordnung? Ja, weiß ich nicht, der Quinze könnte ja aufhelfen. Danke, Quinze! Das ist doch herzzerreißend. Siegerin dieses Kampfes! Durch Disqualifikation von ihrem Gegner Richard Zamboni! Unsere Quinze ist